Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Menschen im Saal und draußen im Stream, ich möchte es kurz halten und mit einem Satz beginnen. Es kann immer sein, dass nach 10 Jahren sich etwas ändert. Und dann gibt es, Herr Engel hat das eigentlich sehr schön zusammengefasst, 2 Möglichkeiten. Man zieht das, was man vor 10 Jahren beschlossen hat, einfach durch. Oder man sagt, okay, es hat sich was geändert. Und es hat sich schon etwas geändert. Wir sind jetzt 2023. Wir haben einen Beschluss, klimaneutral zu sein, in ungefähr 12 Jahren. Es gibt mehr Radverkehr. Auch durch Corona hat sich der Anteil an Radfahrenden erhöht. Es gibt natürlich Push-Faktoren für den Radverkehr, wie zum Beispiel unsichere Stellen, wo Menschen halt sagen, nein, ich fahre jetzt mit meinem Kind nicht da lang oder ich fahre nicht da lang. Ich würde also gerne Radfahren, wenn es dort schöner wäre. Und wir haben eine Petition, die auch relativ recht erfolgreich gewesen ist. Und der Punkt ist, wir haben 2023 und man plant keine Straße ohne ein Angebot für den Radverkehr. Das macht man einfach nicht mehr. Und so gesehen finde ich den grünen Antrag, ich persönlich jetzt, finde ich den sehr, sehr gut. Ich werde ihn auch unterstützen, nur wir können, wenn wir die Reden verfolgt haben, die bis hierhin gekommen sind, mal zusammenzählen. Es wird wahrscheinlich für den grünen Antrag heute keine Mehrheit hier geben. Was ich aber durchaus sehe, und da bin ich der Linken doch relativ dankbar, sie hat ja eine gute Brücke gebaut mit ihrem Antrag. Ja, der Antrag sagt, oh, okay, wir müssen nochmal nachdenken, die Stadtverwaltung soll mal prüfen, soll nochmal darlegen, wie es ist. Und wenn wir dann umbauen, sollen wir die guten Sachen, die 2013 beschlossen wurden, im Wesentlichen eine Fußgängerquerung und Zebrastreifen, das soll erhalten bleiben. Also ich habe geringe Hoffnung und ich hoffe einfach darauf, dass es eine Mehrheit gibt, zumindest für den linken Antrag. Denn wenn Sie den linken Antrag ablehnen, ja, da steht nichts wirklich Schlimmes für das Autochen drin. So, also wenn Sie den linken Antrag auch ablehnen, dann ist es einfach pure Ideologie, das Auto sozusagen, das Fetischauto, immer weiter auf den Altar zu heben. Dankeschön.